Hol dir dein Abo bei deinem TV-Anbieter. Letztes Spiel der Hockeysaison 21-22 der National League. Auf geht's, wir sind alle bereit. Und das sind auch die auf dem Feld, sie zu Hause hoffentlich auch. Genießen Sie es, ab geht's. Monroe, Gabbard Rowe. Und hier die Möglichkeit und es ist ein Solo. Justy Rassemiro. 1:02 erst gespielt. Und er wurde, hat es gescholten. Justy Rassemiro in Spiel Nummer 1 mit dem Entscheidungstor und heute mit dem Eröffnungstor. Es ist mal nicht die Malgin-Linie, nein, es ist die Acevedo-Linie. Hier noch einmal zu sehen. Pass zurück, direkt abgeschlossen. Auch gut gekämpft hier von Garrett Rowe im letzten Spiel, noch nicht so auffällig. Und dann, ja, unglücklich sieht er dann am Ende Cenoni aus, verdeckt abgegeben, um dem Schoner durch. Von daher ist es nicht dauernd ein Hauptfaktor, aber eben, es kann einer sein, so wie hier vielleicht, Ausgleich! Dario Simeon! Das Trio Infernale schlägt auch heute zu, das war mit Rückkehr von Hoffmann nicht immer so, aber in der letzten Partie hervorragendes Powerplay heute wieder und es steht 1-2. Noch einmal zu sehen, nicht ganz klassisch, dass da einer am linken Bulli oder rechten Bullikreis gesucht wird, in Sendung gespielt, sehen Sie den Pass hier von Jan Kovac. Uli Schwarz hat es erwähnt mit ein paar Szenen im Vorlauf bei uns im Studio und auch hier wieder. Das Auge, wie er hinläuft, wie er da steht, wie er weiß, wer ins Zentrum läuft, wie auch natürlich sein Mitspieler weiß, wo er hinlaufen muss. Einfach ganz, ganz große Klasse. Und für die Lions hier kaum zu verteidigen, so weil das nicht die klassische Powerplay-Formation in dem Moment war. Das war noch nicht geordnet. Kovac, Simeon und das 2:0! Fabrice Herzog! Wieder dieses verflixte Powerplay in Spiel Nummer 7. Zumindest verflixte für die Zelse Lions. Gold wert für den EV Zug. Wieder im Zentrum, da eine kleine Lücke. Hervorragend gesehen bei diesem Pass ins Zentrum. Jetzt war es nicht Simeon, jetzt war es er hier. Fabrice Herzog. Schauen wir noch einmal. Scheibe kommt dann noch einmal zurück und dann, ja. Zuerst Kovac im Dreieck da auf Simeon und dann Herzog. Herrlich. Klein wenig Platz da in der Box drin. Vielleicht haben sie sich da sogar noch einmal angeschaut, wie die Box da genau der Zelse Lions aufgestellt ist. Sehr auffällig, dass zum zweiten Mal da ein Zentrum doch etwas, gar viel Platz findet und einfach auch natürlich hervorragend kombiniert. Acevedo. Kreis und dann keine Zugriffe frei. Idealer Pass, Simeon. Simeon gegen Malgin. Simeon entscheidet die Partie definitiv. Torschütze am heutigen Abend, Dario Simeon, es bleiben noch 50,6 Sekunden, natürlich kann das ausgeglichen werden, sie bleibt trotzdem irgendwie ganz, ganz ruhig, als ob sie noch nicht recht daran glauben würde, aber es ist noch nicht vorbei, es gibt noch Möglichkeiten für die Lions, aber anhand des bisherigen Spielverlaufs, auch den letzten Minuten, ist es irgendwie schwer zu glauben. Natürlich auch noch der mentale Aspekt, der dazu kommt. Jetzt muss
das Eis halt gereinigt werden, weil alle ihren Unrat mal wieder aufs Eis schmeißen mussten. Das müsste nicht sein, aller Freude zum Trotz. Ja, harter Kampf an der Bande. Und dann die Scheibe raus. Simeon einmal nach links zu Sendler, dann zu ihm zurück. Malgin versucht da noch zu verhindern, was nicht mehr zu verhindern ist. Vielleicht eine Strafe sogar zu nehmen. Um dann halt mit 5 gegen 5, ohne Torhüter wohlgemerkt, dann den Ausgleich zu erzielen. Das mag nicht gelingen. Simeon hat noch Kraft in den Beinen und erzielt hier das zweite Tor. Großer Jubel auf der Spielerbank, inklusive Coaching-Staff. Tanjes, enorm emotional in dem Moment. Davor meistens auch eher bedacht, weil er wusste, da könnte noch was passieren. Und hier regnet es. Wir sind da enorm nah an diesem Titel. Marco Müller, Dario Simeon und sein EV-Zug. Und hier, und dann, das muss man nicht übersetzen, Mika Grönborg, sauer, außer sich, will seine Taktiktafel zerstören. Es geht eines seiner großen Ziele, auch ein Traum gewissermaßen. Eine Strafe angezeigt. Das tut nichts mehr zur Sache. Der EV-Zug ist Schweizer Meister 2022. Sie verteidigen erfolgreich ihren Titel und das mit demselben Trainer. Das ist durchaus eine Seltenheit. Jetzt wird die Frage, wem soll er den Pokal übergeben? Natürlich erst dann in die Meisterfeierlichkeiten geht. Meister 2022 der National League ist der EV Zug. Jan Kovács darf Reto Suri den Pokal heben. Auch das hier zeigt eben die Mannschaft, die weiß, was Suri alles durchmachen musste zu diesem Titel, inklusive Verletzung, die ihn dann erst Ende Sommer wieder zurück aufs Eis bringen dürfte. Klingberg, nicht so viele Spiele, aber so wichtig trotzdem für dieses Team, auch durch seine Art und Weise, ja, Leonardo Cennoni. Er kommt dann auch noch dran mit seinem 7. Titel. Wirkt auch noch immer ruhig, allerdings emotional. Schon viel mehr dabei als auch im letzten Jahr. Gregory Hoffmann zurückgekehrt, auch teilweise kritisiert. Arg unter Druck gewesen, aber das Team hat ihn mitgetragen und er auch seinen Teil dazu beigetragen. Beispielsweise in Spiel Nummer 6. So wie Simeon.